So Leute, nachdem wir in der letzten Folge uns spannende Sequenzen angeschaut haben, sind wir nun im Schloss Gifu, denke ich mal. Ja, dass wir uns jetzt besichtigen werden. Wir machen jetzt ja eine Besichtigungstour. Ja, und hier liegt erstmal auf dem Boden was. Ach, diese Abkürzung immer. Was soll denn das heißen, TS? Naja. Für uns zählt nur der Inhalt. Ich bin ein Genie. Ich habe den Wächter des Hauptturms dazu gebracht, eine Schuppe eines fabelhaften Fisches bei sich zu tragen. So dass Menschen der Oni-Clan und selbst Dämonen nicht ins Dämonenlager gelangen können. Gezeichnet Tokushiro Kinoshita. Der Typ rächt mich langsam auf, wenn ich das mal so sagen darf. Also ehrlich. Ich dachte schon, hier dieser Gogen Dantes ist nervig, aber... So, können wir hier runter? Ehrlich gesagt habe ich da gar keine Lust, jetzt da runter zu gehen. Ich denke mal, ich gehe erstmal durch die Tür hier. Ja. Oyo ist, denke ich mal, gestorben. Oh, das scheinen neue Gegner zu sein. Ja, und ich weiß aber nicht hundertprozentig, ob sie tot ist. Also es kann auch sein, dass wir nochmal auf sie treffen werden. Aber ich denke mal, wir haben es ja gesehen, wie sie da in diesem Flugschiff abgestürzt ist. Und da war ja Feuer, also die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich gering sein. Wobei ich mir sagen muss, also diesen Sprung, den hätte sie auch noch schaffen können, oder? Sie ist doch nur, wir leben doch hier in einer Welt der Samurai, der Ninjas, was weiß ich. Und da wird die doch auch irgendwie ein Training gemacht haben, oder? Und dazu gehört natürlich auch Springen oder irgend sowas. Also, pff, naja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall fällt es mir ein bisschen schwer, jetzt mich schon wieder zu konzentrieren auf die Gegner. Auf jeden Fall sind es neue Gegner. Also so viel habe ich schon mitbekommen. Oh, hallo. Ach nö, nicht du schon wieder. Na komm mal her. Hallo, das ist ja wieder eine Begrüßung. Hier, so begrüßt man dich. Nicht anders. Ne? Da mache ich auch fachlich nicht lange hier mit den Typen. Weil mit ihnen sollte man sie nicht anlegen. Und da hier eine Kiste? Ja. Was haben wir hier? Medizin. Also wir sehen schon, man will uns hier mit Medizin zupumpen. Ja, nun, da geht es jetzt die Treppe hoch. Aber ich möchte mir dennoch trotzdem nochmal das Loch angucken da. Keine Ahnung. Was ich hier jetzt wieder vorhabe. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nicht... Moment mal. Nee, man kann ja gar nichts machen. Der Weg war wieder umsonst, Leute. Gut, das hätte ich mich sparen können. Nee, hätte ich mich nicht. Ich muss ja das alles entdecken hier. Ne? Wäre ja blöd, wenn ich das jetzt übersehen hätte. Zum Glück ist der Gegner hier nicht mehr da. So, dass wir hier schön gemütlich hoch können. Was erwartet uns jetzt hier? Ein Bosskampf vielleicht? Ah ja, das ist Schloss... Ist doch Schloss Gifu hier, oder? So. Gut, aber so eine große Gefahr stellen sie jetzt auch keine dar. Das hätte sich fast gereimt, was? Aber schnell sind sie, wie die anderen Gegner. Es kann aber auch sein, dass es dieselben sind hier. Wie immer. Brandpfeile. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich noch kaum... Oh, hier steht noch jemand. Ach komm, ist gut mit deiner... Das kann ich auch bloß. Das ist keine Besonderheit, was du hier machst. Das kann doch jeder. Wo geht's da hin? Egal. So, was gibt's hier? Oh, noch eine Tür. Wie viele Türen gibt's denn hier eigentlich? Da habe ich auch wieder keine Karte. Hä? Okay. Nur diese Tür hier. Dann gehen wir mal hier rein. Oder, hä? Kam ich daher? Ha! Nee. Na. Ja, du Mistding. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah.
Seelen für die Waffenaufwertung. Und hier ist noch eine Schriftrolle. Kunstwerk Nummer 15. Ach komm, das gucken wir uns mal an. Ich glaube, da haben wir auch schon lange keinen Blick mehr drauf geworfen. Ja, Moment mal, ich muss erstmal wieder suchen hier. Das ist bloß so eine Sache. Für Album. Ja, hier, genau. War ich schon richtig. Ja, gucken wir uns mal hier die ganzen Bilder an. Nummer 15. Wo haben wir es denn? Hier. Was sehen wir da drauf? Ja, mit Kräutern. Eine Frau, die Kräuter trägt oder irgend sowas. Tee. Und ich frage mich, was geschehen wird, wenn wir diese Kunstwerke voll haben. Vielleicht bekommen wir da irgendwas Besonderes. Könnte ich mir gut vorstellen. Violetter Keil. Das heißt wohl... Was war denn das nochmal? Ach so, für das, diesen Dämonenreich. Ach, da müssen wir wohl auch nochmal hin. Könnte... Ja, habe ich ja schon gemacht. Ah, Leute. Das kann wohl wieder was Längeres werden. Wenn ich da wieder in violetten Dämonenreich soll. Im grünen waren wir ja schon. So, gucken wir mal hier. Oh, was ist denn das? Das sieht ja sehr unheimlich aus. Ne, dann nehme ich erstmal die Tür. Die sagt mir mehr zu. Juhu! Es kommt violettes Licht. Was sagt uns das? Du fahrst doch nicht so blöd, Jubei. Du hast das nur schon mal gemacht. Du müsstest doch eigentlich wissen, was das bedeutet. Okay. Da wäre ich jetzt blöd, wenn ich das nicht machen würde. Aber oh, hier den Zauberjuwel haben wir ja auch noch. Den verwenden wir gleich mal. So. Und hier. Der Juwette-Fehl. Hier, violetter Keil. Oh, Leute. Das bedeutet wohl lange, lange kämpfen. Aber es gibt keinen Weg zurück. Und ich muss zeigen, was ich kann als Samurai des Oni-Clans. Hallo. Diese Gegner gehen ja hier immer noch. So, von denen, da werden wir jetzt nicht unsere Zauberkraft verschwenden, sondern genau das Gegenteil. Wir werden diese hier verwenden, um, ja, unsere Zauberkraft wieder aufzufüllen. Denn ich kann mich gut vorstellen, dass hier härtere Gegner kommen. Huch, jetzt habe ich gedacht, ich bin der Dämon. Ich habe mich jetzt eben gar nicht gesehen. Aber meistens, das fällt mir, ja, auf. Ja, geil. Dass es eigentlich meistens immer rote Seelen sind, die man hier einsammelt. Und wenn man sich gut anstellt, halt, ja, größere Portionen. So viel kann ich als Tipp geben hier inzwischen. Nach über 40 Parts kann man ja wohl mal einen Tipp geben, oder? Ist ja eigentlich üblich für ein Let's Play. So. Hier gehen wir weiter, oder? Ja. Gut, aber sowas Besonderes scheint das hier jetzt auch nicht zu sein. Wir schnappen uns erstmal hier den Gegner. Nee, den wollte ich nicht, den. Ah, danke, von dem ich jetzt getroffen wurde. Vielen herzlichen Dank. Nee, was wollte ich sagen? Und was wollte ich sagen? Ah, ist ja auch egal. Nee, ah, jetzt weiß ich wohl, was ich sagen wollte. Ja, ich komme mir ein bisschen durcheinander, wenn ich kämpfen muss dabei. Ich muss ja auch darauf achten, dass ich hier nicht mehr verliere, als ich gewinne. Ich denke mal, uns erwartet wieder ein schönes Geschenk am Ende. Nee, ich wollte sagen, dass das eigentlich hier gar nichts Besonderes sein kann, da wir ja den Keil gefunden haben, auf unserem Weg, auf unserem üblichen Weg. Also ich denke mir, es wäre besser gewesen, was Besonderes gewesen, wenn wir den Keil gefunden hätten, als im Versteck irgendwo. Aber so, naja. Gut, das wird wahrscheinlich auch nicht jeder machen hier, die Kämpfe hier. Es ist ja auch, sitzt hier auch eine Länge. Kann man schon manchmal die Lust verlieren. Besonders wenn man vielleicht nicht die Waffen so ausgewertet hat. Ne? Naja, Belohnung sollte schon drin sein, wenn man schon was macht. Also. Jemand, der das hier macht und stellt fest, hier gibt's gar nichts. Es gibt ja so Spiele, die sind so totale Fails, wo man sich fragt, wie kann man nur so einen Kack machen, so
übelst schwere Spieler. Und dann für nichts und wieder nichts. Das macht er einmal und nie wieder. Also, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich kenne ja ein Spiel, wie heißt das? Hier, wie heißt das? Tanz der Teufel, gibt es auch PlayStation-Spiele. Tolle Horrorfilme, wer darauf steht. Aber da habe ich mal gelesen, das PlayStation 1-Spiel, das sollte nicht so der Hammer sein. Sollte richtig schwer sein. Ich stehe ja auch so auf Horrorspiele, aber wenn die richtig schwer sind, da habe ich auch keine Lust drauf. Also soll schon ziemlich hart sein. Also wenn ihr mal so interessiert seid. Evil Dead Hail to the King, genau, das war der Titel. Und das wollte ich damals auch haben als PlayStation-Spiel. Aber das habe ich mir überlegt. Gibt's glaube ich auch für PC. Ja, und da habe ich schon wieder von 100 ins 1000 erzählt hier, während ich mich hier durch den violetten Dämonenreich kämpfe. Ja. Ihr könnt ja mal zählen eigentlich auch, wie viele Räume hier es gibt. Wie weit man sich hier vordringen muss, um dann am Ende wieder in die normale Welt zu kommen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber es würde mich mal interessieren. Vielleicht zähle ich es aber auch selber. In der Bearbeitung. So. Aber ich muss schon sagen, schwer ist es jetzt unbedingt nicht. Aber da kommen wahrscheinlich noch hier die Riesengönsos. Eigentlich wollte ich jetzt die Zauberattacke für den da, für den größeren. Naja. So. Alle. Nee. Komm. Ach, Mist. Okay. Dann halt nicht. Und die Musha-Seele. Ah, die muss man sich ziemlich gut einteilen. Also. Wenn jetzt noch ein paar Gegner gekommen hier. Drei Stück, dann hätte ich die jetzt eingesaugt. Aber. Was soll ich hier alleine stehen mit die. Als Uni-Krieger. Oh nein, nein, nein! Ich hasse euch! Die gibt's ja auch hier im Dämonenreich. Oh nö. Die muss man immer erst so treten. Oder, ja, irgendwie halt. Oh komm. Nein. Wäre jetzt ein bisschen Zauberkraft wieder erworben. Oh, komm. Okay. Jetzt hier aber. Los. Und die leuchten auch immer unterschiedlich. Kann das sein? Was hat das zu bedeuten? Ihre Stärke? Nee, komm, das mache ich nie mit dir. Zauber. Zack, hier, los. Ich habe echt keine Lust auf euch. So, und dann könnt ihr euch vorstellen, diese großen Kotzbrocken, diese riesen Gonzos und dann noch die Teile. Das ist die schlechteste Kombination für mich. Eine Horrorvorstellung. So. Am schlimmsten wird, wenn sie sich drehen. Dann weiß ich auch nicht so, was ich machen soll. Okay, jetzt habe ich keinen Zauber mehr, aber ich habe ja noch andere Waffen. Ey, komm. Nächsten Raum. Danke. Sehr nett. Sehr nett. Muss man schon sagen. Ja, ich möchte tiefer. Tiefer. Ich will's. Verdammt. So, hier. Ah. Bleib erstmal hier. Eigentlich die Gegner, nachdem ich meine Waffen richtig ausgerüstet habe, waren die auch kein Problem. Wenn sie nicht gerade so eine Kacke hier machen. Ja? Da muss ich auch mal ein paar Seelen hier. Ja. Zack, drauf hier. Seht ihr? Guckt euch mal meine ersten Videos an hier, wo ich noch in der Goldmine war von Imasho. Da waren die Gegner noch richtig stark. Aber jetzt seht ihr, dass ich eigentlich im blind das machen könnte. Ne? Na gut, der war okay. Eigentlich wollte ich jetzt sarkastisch machen, aber naja. Oh, ja, komm. Gute Begrüßung hier.
So, dann gehen wir hier weiter, aber ich mache erstmal einen kurzen Schnitt. Also bis gleich.